Wir haben es endlich geschafft. Es ist alles wieder in Lot. Alle, naja, fast alle leben noch. Das Tor ist wieder offen. Wir können endlich hier den Minenbunker verlassen. Und ich habe beschlossen, dass ich mich auf den Weg machen werde mit Purim. Eigentlich reise ich ja gerne alleine, weil ich dann mehr Zeit habe, mich um anderes zu kümmern. Aber nachdem ich ihn auch einfach anhalten kann und nachdem es vielleicht gar nicht so sinnlos ist, auf der ersten Reise einen Partner zu haben. Also, wollt ihr doch mitkommen? Ja, gehen wir. Schön, ich habe ein Boot. Damit kommen wir nach dem See. Ach, das ist ja praktisch. Da muss ich zugeben, das war dann direkt eine gute Idee, denn zu Fuß wäre es wahrscheinlich doof gewesen. Aber wenn wir jetzt natürlich mit dem Boot fahren können, dann ist das eine chillige und angenehme Sache. Oh, du liegst ja chillig da. So, was ist denn hier passiert? Das war in der letzten Folge aber noch nicht so. Wir haben den Sarg aufgemacht. Haben hier ja den, naja, nicht... Mal ganz ehrlich, das kann ich ja nicht mit angucken. Können wir bitte gescheit reinlegen. Die letzte Ehre erweisen. Na komm schon. Oh, ich glaube, der hängt da drin fest. Na? Ja, jetzt komm, stell nicht so an. Okay. Kann ich das auch noch draufsetzen? Dann natürlich nicht, aber... Ja, du, dich haben sie ja schön hingelegt. Regnet das? Oder ist das nur der Wind? Das ist so geil, wie die Bäume aussehen. So. Ja, ich kann für euch leider nichts mehr tun. Ah, der Hauptmann. Verschwindet. Okay. So, darf ich... Achso, ich kann jetzt hier einfach durch, ne? So, dann tschüss Mine. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Seife! Mensch, noch mehr Seife. Das passt mir da ganz gut hier. Und ein Schild. Das ist gar nicht blöd. Solange wir keine Fackel haben, können wir das Schild nämlich nehmen. Und dann haben wir endlich mal was, womit wir uns verteidigen können. Oh, sie leuchtet doch leicht. Seht ihr? Dank der Flammen. Geil, das ist mir vorhin nicht so aufgefallen. Ja, jetzt schau mal, der winkt schon. Mal die Ruhe hier. Ich habe hier noch ein bisschen was einzusammeln. Ja, nur die Ruhe. Okay. So. Und es ruckelt im Übrigen auch ab und zu ein bisschen, ja, wegen Fraps halt einfach. Das ist Performanceverbrauch hier ohne Ende. Also nehmt es nicht ganz so ernst. Geil, wie sie die Hexen einfach verbrennen. Krass, Hexenverbrennung hier. Ach, Malte. Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen, nachdem diese Menschen jeden Monat bei Vollmond ein Neugeborenes opfern und sein Blut trinken. Ihr solltet euch von denen fernhalten. Naja, ob das wirklich so ist, auf jeden Fall, Kampfmagier. Krass. Okay, ja, dann lass mal weiter marschieren hier. Wow, Moment. Was erblickt meine Augen? Ein Magietrank. Ja, da bin ich ja mal voll dabei. Das Skelett hat Knochenmehl, das nehme ich mir auch. Ah ja, ich habe einfach die Augen für solche Spiele. Ich sehe sowas sofort. Ja, jetzt... mach doch nicht so eine Hektik, ey. Doch gesagt, ich reise gerne alleine. Ich möchte mir alles angucken. Alles mitnehmen. Mach nicht so einen Stress, ey. So, und zum ersten Mal sind wir an Wasser und schaut mal an, wie schön das hier spiegelt und wie schön das Wasser aussieht, ey. Das ist schon... Ich find's beeindruckend. Aber wir können die Seerose hier nicht mal nehmen. Ja, und eigentlich müssten wir den ganzen Weg hier zu Fuß gehen, aber wir haben jetzt eben das Boot. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz hier eine Schlammkrabbe töten. Weil mir das Erfahrungspunkte gibt. Hallo Schlammkrabbe! Oh, Flusskrabbe, entschuldige. Wow, hält ja viel aus. Okay, die hält mehr aus, als ich dachte. Obwohl ich sie mit meiner... Oh, 20 Erfahrungspunkte gibt die. Und Unterwasseratmung, das ist natürlich auch praktisch. Du, sorry, wenn du so viele Erfahrungspunkte gibst, dann muss ich dich leider auch gleich töten. Aua. So, komm. Bam. Geil, das wirkt auch in Wasser, das gefällt mir. Und dann habe ich noch eine gesehen. Oder? Was macht diese komische Geräusche? Ach, das Reh da hinten. Oder der Hirsch. Oh, ein Wolf. Wow. Ach du Kacke! Ah! Wo kommst du denn her, ey? Garstiger Kobold! Ihr garstigen Viecher, ey.
Boah, macht der viel Schaden, ey. Uff. Uff, 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 uff. Kannst du mir mal helfen da drüben? Ja, genau. Bodycheck oder was? Ich muss hier gleich zu meinem ersten Zauber greifen, wenn das so weitergeht. Irgendeiner ist doch gleich tot jetzt hier. Okay, der Wolf. Aua. Geil, wie sie aber trotzdem mindestens 3 Sekunden lang brennen. Wow! Wolf Explosion? Und du gehst jetzt hoffentlich auch mal drauf. Oh, Alter. Komm, 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 komm. Heil, 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 heil. Bam! 50 Erfahrungspunkte. Okay, das hat sich gelohnt. Und dann hat er nur 2 Gold. Na toll. Aber geil, dank der Feuerattacke fetzt sie immer so übelst weg. Das ist ja schon richtig geil. Aber das wurde eng. Also mit so vielen Gegnern habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wie die hier getrost im Wasser noch schwimmen. Aber da hinten, die Schlammkrabbe wollte ich eigentlich noch unbedingt haben. Ich brauche unbedingt einen Angriffszauber. Und einen, der nicht von der Rolle stammt. Und zwar will ich einfach weiter die Erfahrungspunkte haben. Ich fülle mich aber jetzt erstmal auf. Die kleinen Flusskrabben sind uns Gott sei Dank freundlich gesinnt. An sich. Ändert sich aber schnell, wenn die merken, dass sie anfangen zu brennen. Aber hat so eine Schlammkrabbe viel Blut, ja, sagen mal. Mortal Kombat hier, oder was? So, stumpfe Waffen hat sich auch gleich nochmal verbessert. Und die Waffe, boah, seht ihr das Blut da oben kleben? Großartig. So, und du... Oh, ups. Auch gleich noch. Ja, Burn in the Water. Läuft doch. Scheiße, wir sind infiziert mit Sumpffieber. Na, das ist ja ein super Start in das Let's Play. In unser Leben hier. Oh, infiziert mit Sumpffieber. Ach du Kacke. Hätte ich es mal lieber gelassen, ne? Aber nein, da war ich wieder zu gierig und wollte die Erfahrungspunkte haben. Scheiße, was gibt einem Sumpffieber? Das müssen wir gleich mal nachlesen, aber ich will jetzt unbedingt weg von hier. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir auch infiziert. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr auf sein Boot oder so. Was haben wir uns da jetzt eingefangen? Oh. Konstitution minus 6. Das sieht nicht gut aus. Aber es steht nirgends, kann das sein. Oh, doch. Entzug Stärke 5, Sumpffieber und Entzug Konstitution 6. Also 5 Stärke. Ja, das tatsächlich. Das heißt, wir können jetzt auch nur noch 280 statt 320 tragen. Suboptimal. Wie heilen wir uns davon? Ich würde sagen, wir gehen in irgendeinen Tempel oder so, weil wir haben zwar was mit was Krankheiten heilen kann, ne? Oder hier irgendwie sowas. Was war's? Genau. Oh, als habe ich sie genommen, hat das was bewirkt? Aber es ist wahrscheinlich keine Krankheit, so ein Ding, oder? Kann das sein? Doch. Doch. Geil. Ja, alles wieder in Ordnung. Wir haben gerade mit dieser komischen Wurzel, die wir aufgenommen haben, unsere Sumpffieber geheilt. Und seht ihr, deswegen lohnt es sich eben alles aufzusammeln, weil sonst würden wir jetzt hier infiziert rumlaufen, aber so ist alles wieder in Butter. Gut, dass wir gleich einen Fliegenpilz anfassen, ne? Ist auch gar nicht gefährlich. Okay. Mal kurz hier gucken. Entdeckt alte Schürferstelle. Aha. Ja, vielleicht sollten wir aber jetzt doch mal ein bisschen weiter. Aber vorher nehme ich natürlich das hier noch auf. Muss auch eine recht seltene Wurzel gewesen sein, weil wir nur eine davon hatten, im Gegensatz zu den anderen Sachen. Ein Ruder, ja, ich denke, das werden wir wohl jetzt gebrauchen können. Dann nehmen wir mal 2 mit. So, er sitzt schon. Und, wir werden jetzt auch gleich mit ihm lospaddeln. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bye bye.